Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit einem weiteren Tutorial und zwar, wie man die Ranglisten auf Twitch einstellt. Dass das hier oben dauerhaft angezeigt wird. Das ist Standard auf 6 Tage. Also das verschwindet automatisch nach 6 Tagen. Und wie man das dauerhaft einstellt, zeige ich euch in diesem Video. Ist eigentlich sehr einfach, simpel gemacht. Ihr meldet euch auf euren Kanal an. Geht auf Creator Dashboard. Dann kommt ihr hier auf euer Dashboard, wo ihr den ganzen Krempel so einstellen könnt. Und dann geht ihr auf Präferenzen, hier auf der linken Seite, dann auf Affiliate, dann kommt ihr hier hin, dann scrollt ihr ein bisschen weiter runter und zwar bis ihr hier auf Ranglisten kommt, hier Ranglisten. Da klickt ihr drauf. So, dann habt ihr hier so ein paar Einstellungen, Top Geschenkgeber aktivieren, Top Scherer aktivieren. Ja, ich habe das auf Top Geschenkgeber, also das wird als erstes angezeigt immer. Ihr könnt das natürlich auch auf Top Sharer stellen, wie ihr wollt, das ist euch überlassen. Und hier, ne, das ist an euch überlassen. So, hier unten steht eigentlich pro Woche, das ist Standard eingestellt und das stellt ihr einfach auf seit Beginn. Und dann wird es dauerhaft angezeigt. Seit Beginn, seit ihr Affiliate seid oder Partner, wird das dann dauerhaft angezeigt. Immer. So, und wie das jetzt aussieht, zeige ich euch jetzt nochmal bei mir im Chat. Hier oben seht ihr, das wird jetzt dauerhaft angezeigt hier oben. Das, dann könnt ihr hier draufklicken, das sind die Top-Shearer momentan auf meinem Kanal. Vielen Dank nochmal dafür. Vielen, vielen Dank für den Support. Ja, klickt ihr zurück. Geschenkgeber, also das sind Subs. Ja, wer die meisten Subs schon verschenkt hat, wer das hier schon gemacht hat auf meinem Kanal. Ja, und das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Tutorial. Wenn ihr weitere Fragen habt, einfach unter das Video in die Kommentare schreiben. Und ja, habt ihr noch Fragen zu Stream Elements, könnt ihr das natürlich auch machen. Werde ich euch auch zeigen, wie man was einstellt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ich hoffe, ihr schaut mal vorbei auf meinem Kanal, wenn ich streame.